Sorry. Ja. Ich wollte ein kleines Review machen zum XSplit Broadcaster, den ich gleich rüberziehen werde, denn hier habe ich die Werbung. Ich bin Partner bei Partner bei Freedom. Also beim Freedom Partner Netzwerk bin ich dabei. Und ja, jetzt wollte ich XSplit Broadcaster ein Review und Vorstellung so machen. Ja, es ist ein Livestream-Programm. Hier haben wir das Icon und hier haben wir den Gamecaster. Gamecaster ist auch ganz toll. Hier haben wir die Szenen, die wir komplett auswählen können. Hier habe ich schon ein bisschen was gemacht. Szenen. So. Ja. Hier kann man also viele Sachen einstellen. Und hier kann man broadcasten, wie zum Beispiel YouTube, Twitch, Justin TV oder Livestream. Oder auch noch mehr. Ja, man hat viel Möglichkeit. Die Verbindungen, die Tools, wie man alles einstellen kann. Feedback, About, seine Demo-Version jetzt, weil ich die Lizenz schon aufgebraucht habe. Also von XSplit habe ich die Lizenz schon aufgebraucht, die 5 Wochen Lizenz, also 5-Week Lizenz. Ja, ich kann den Framerate einstellen, Projektor, Screen 1, ja, kann ich jetzt nicht machen, denn ich habe keine Lizenz dazu. Können wir zum Beispiel Screen Region, wenn ich jetzt ziehe, jetzt haben wir das Bild hier, wird das alles aufgenommen, was wir jetzt im Hintergrund hier haben. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Game aufmachen, minimieren wir das mal, demonstrieren wir das jetzt mal an Minecraft. Camtasia wollte ich jetzt nicht aufmachen. Das mal. Ja. So. Minecraft ist jetzt offen. Jetzt Screen Region machen. Haben wir hier den Screen hier. Jetzt kann ich auf Spieleinstellung gehen und kann jetzt zocken. Also spielen, wenn es funktionieren würde. Weil Game kann ich jetzt auch nicht auswählen, weil ich eine Free-Lizenz habe. Also Gratis-Lizenz. Und ich mache das Review, damit ich die endgültige Lizenz bekomme. Ja, ich kann es euch jetzt nicht so zeigen. Denn es funktioniert nicht richtig. Aber naja, ihr habt ja gesehen, wie es jetzt funktioniert. Ich kann jetzt hier noch vieles einstellen. Gehen wir mal in Szene 2. Habe ich meinen Banner eingefügt. Hier rennt das Video, was ich vorproduziert habe, und hier ist wieder Banner. OpenGL. Das ist, glaube ich, die Game-Version. Ne, lass mal es einfach gehen. Wie wir sehen, hier habe ich mit dem Musikmaker ein bisschen gespielt. Ja. Würde ich sagen. Das war so das Review. Recht viel kann ich nicht herzeigen. Die Daten von hier werde ich jetzt nicht preisgeben, weil da könnt ihr ja dann streamen.
Hier kann man die Qualität noch einstellen. FPS. Ja, ich würde dann sagen, ich gehe hier hin. Dann bis zum nächsten Mal, euer Kev. Und das war das Review von XSplit Broadcaster, der Livestreaming Pro Version. Psst, nicht weiter sagen.